steht da wieder einer. Da stehen zwei. Hä? Wo kommen die her? Ich dachte, wir haben alle platt gemacht. Ich glaube, das ist schon ein neuer Teil von dem Dings hier, ne? Ich glaube auch. Oh ja, das wollte ich auch gerade machen. Lul. Oh, sind sogar zwei. Hol die Polizei! Hol die Polizei! Okay. Oh, warte. Da ist so ein Hund, der ist begeistert von dem, was du machst. Oh, jetzt ist er tot. Oh. Ja, Tobi, da habe ich dir wieder geholfen. Cool. So, Metallschrott, Metallschrott. Oh, ich habe so viel Metallschrott gefunden, das ist geil. Hier ist eine Menge, ne, in der Stadt. Oh, warte mal, ist da noch jemand? Da ist noch einer. Ich will gar nicht, dass ich gar nicht sehe, wo er ist im Inventar. Ach, hier, 50. Geil. Oh, da ist eine Sense drin, Tobi, wenn du magst. Achso, warte, ganz kurz, komm mal zu mir. Ich hab noch was für dich eventuell. Ja, aber ich muss kurz Platz machen. Jo, wo ist denn der Hammer? Bin ich blind? Ach, hier. Da ist ja der Hammer. Keine Ahnung, was taugt, aber der sah ganz cool aus. 23. 40 Schaden. Auch 66 Schaden. Und der macht 44 Schaden. Oh, Junge. Okay, das kann weg. Oh ja, stimmt. Ich könnte dir was geben und du könntest mir ein paar Sachen geben. Dann haben wir wieder Platz. Ja, du kannst mir Metallschrott, Leder und sowas kannst du mir ruhig geben. Ja. Bücher auch? Auch? Ja, Bücher auch gerne. Gut, dass es ja kein Gewicht gibt. Oh ja. Salz können wir uns jederzeit wiederholen. Das lösche ich mal. Ja, Tierfell geht auch klar. Das brauchen wir auch nicht unbedingt. Willst du deine Eier wieder haben? Nee, alles gut. Kannst meine Eier ruhig, bewahr sie gut auf, Tobi. So. So, hast du noch irgendwas, was du mir geben willst? Ich guck grad durch. Nee, ich glaube, es geht. Rotlingsbeine kannst du mir geben, zum Beispiel. Rotlingsbeine? Habe ich diesmal, glaube ich, gar keinen mitgenommen, oder? Ich sehe sie nicht. Was hier hängt. Ich hab. Oh, warte mal, Tobi, hier ist noch was. Das gebe ich dir mal. Da. Das könntest du mal angucken. Gucken. Auch wieder. Oh, Alter. Ja. Magierstiefel. Okay, ja, nun. So. Ja, wir könnten eine Base bauen, alles abladen, das stimmt schon. Aber das wird noch länger dauern. Ja, easy going. Ich würde gerne einfach die Weberhütte finden. Weberhütte? Ist das hier? Bist du dir sicher? Es soll in Ostlapis sein und ich glaube, wir sind... Ist das hier Ostlapis überhaupt? Ist das wissenschaftliche Instrumente für ein Labor? Nee. Oh, es ist noch weiter im Osten. Und da im Norden ist auch gleich eine Imkerpfeife. Können wir gleich beides holen. Okay, es ist noch weiter im Osten. Wir sind noch nicht mal weiter. Wir sind noch nicht weit genug. Ha. Ha. Es geht nichts über das rote, gelbe Billo Frucht Vanille Eis aus dem Supermarkt. Das ist echt geil. Hast du völlig recht, ist echt geil. Schmeckt immer gut. Oder das von Bofrost. Dieses Vanille Orangeneis. Boah, ist auch richtig gut. Boah, Bofrost macht sowieso allgemein geilen Scheiß, aber. Ja. Also ohne Werbung jetzt machen zu wollen natürlich, aber Bofrost ist wirklich geil. Ja, das Einzige... Cordon Bleu, diese Mini-Cordon Bleu von Bofrost. Oh, ich glaube, ich muss mal wieder bestellen. Ich habe seit Jahren nicht mehr. Ich habe aufgehört. Das Einzige Blöde ist halt immer, dass man hat nie genug Platz in der Gefriertruhe. Also ja, wir haben halt nicht ja. Eine richtige Truhe, sondern wir haben halt nur so einen Doppelkühlschrank. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Tobi, guck nicht runter. Du hast völlig recht. Und da passt halt nichts rein. Du hast völlig recht. Und dann ist Bofrost halt auch nicht so preiswert, ne? Aber ja, das stimmt. Aber dafür kriegt man die fertigen Sachen, die jetzt nicht allzu scheiße sind. Ja, das stimmt. Von der Qualität her vor allen Dingen. Ja. Warte mal, wenn wir noch weiter nach... Ach, hier gehen wir nach Süden runter.
Da sind die Instrumente für ein Labor. Die brauchen wir bestimmt für den Alchemisten oder so, ne? Genau, bei mir das Problem war auch bei Bofrost, dass der hat einfach zu oft geklingelt. Ja. Das war, ja. Das war super und das war... Und wenn du dann irgendwann, ne, mit unserem Biorhythmus, wegen Streamer und so, dann haben die angefangen, penetrant anzurufen. Und das fand ich dann nicht mehr so geil. Ja. Ich meine, wir haben hier einen ganz coolen Bofrost-Fahrer, der ist nicht so aufdringlich, das ist immer ganz nice. Mhm. Unser Fahrer war auch mega, also der war super nett. Der hat aufgehört, weil er umgezogen ist. Das war sogar fast ein bisschen sad, weil wir uns echt gut verstanden haben. Soll er halt wieder zurückziehen? Ich war Bofrost. Ja, Bofrost, komm wieder zurück. Bofrost ist schon Gastronomie gebraucht für den privaten Haushalt. Ja, das stimmt. Eismann haben wir nie bestellt. Sind die auch gut? Die kenne ich nur vom Logo her und vom Laster, der immer rumfährt. Gibt bestimmt Leute aus dem Chat, die das kennen. Ja, Eismann, ja, Dito, sehe ich auch immer nur rumfahren, aber bestellt haben wir da noch nie was. Same. Oh, was ist das? Glassplitter. Ich habe Glassplitter gefunden. Das neut ich nicht. Nee. Die haben geleuchtet im Dunkeln. Das ist irgendwie cool. Neues. Nice. Hatte beides, ist beides gut. Okay. Zinnbarren. Warum haben die alle hier Barren zu Hause? Wir müssen nach Nordosten, also in die Richtung. Eismann fährt mit mir immer ins Weltenparadies. Warte, ich hol kurz Wasser. Warte. So. Hey, Erik, Dennis hier ehemals Gamigo PR. Oha. Oha. Oh, Gamigo, lang nicht mehr gehört. Das ist lange her. Warst du mit in Hamburg damals? War die letzten 3 Jahre Verkäufer bei Bofrost. Kriegst du dann Prozente? Also, ich meine, ne, wenn man bei Bofrost arbeitet, stelle ich mir vor. Warum? Blöde Frage. Ja. Wie kommen wir denn darüber? Hier ist überall rot. Ja, Tobi, jetzt denk doch mal was aus. Ich kann nicht mehr das Denken für dich übernehmen. Okay, dann fliegen wir da jetzt einfach rüber. Nein, Tobi, ich übernehme das Denken für dich. Mach das bitte nicht. Ich flieg schon. Ciao. Nein, nein, Tobi, nein, nein. Ich empfehle den Questtext zu lesen. Er sucht ein Haus mit vielen Bannern. Ja, aber die Quest ist ja woanders. Die Quest, wir sind hier und die Quest ist da oben. Wenn ich es richtig sehe. Warte. Taverne von Emily Frey, da hinten, Wegpunkt. Wir wollen den Webstuhl für die Jägerin, hast du gesagt, ne? Hab dich und Walle damals zum Event eingeladen, sicher 15 Jahre. Ich habe auch noch dein Gesicht im Kopf. Ich weiß sogar noch, wie du aussiehst. Und das Event war mega nice. Boah, Gamigo hat damals so geile Events geschmissen. In diesem sehr teuren Hotel in Hamburg. Und ich hatte am nächsten Morgen, ich weiß es noch, ja, da war ich Redakteur. Und dann habe ich mir am nächsten Morgen, habe ich mir in diesem Hotel, habe ich mir einfach ein Frühstück gesnackt mit Eiern und so. Ja, genau, im East Hotel. Ja, im East Hotel war das. Oh, das war richtig cool. Oh boy, manchmal vermisse ich so ein bisschen die Zeiten, aber andererseits bin ich auch ein bisschen froh, dass die vorbei sind. Oh, aber so die Sachen, die waren halt immer ganz cool. Und Junge, ich glaube, wir haben damals auf der Party von Gamigo, haben wir euch, glaube ich, das komplette Budget weggesoffen. Also da waren die ganzen Gaming-Redakteure eingeladen und die haben, glaube ich, Open Bar gemacht. Und ich glaube, das war ein großer Fehler. Ich glaube, das waren Gaming-Redakteure und Open Bar ist keine gute Mischung. Ich glaube, das war der Tag, als der Untergang von Gamigo eingeläutet wurde. So, wir haben den Aktionären haben wir direkt das Portfolio weggesoffen. Puh. Das war doch das mit Open Bar, ne? Ich verwechsel das nicht. Ich erinnere mich sogar noch dran, also... Gronkh hat sich schön auf den Nacken durchs Buffet gefräst. Ja, natürlich. Hä, na klar, haben wir alle gemacht. Und es gab immer schön Werbegeschenke. Ich hab die sogar alle noch.
Wegen Sammlung und so, ihr wisst. Ja, puh. Oh, das war geil. Fette Knollen, dankeschön. Vielen Dank, fette Knollen. Wer denkt sich endlich mal die Usernamen aus? So. Macht die One-Up das demnächst auch? Ja, nö. Wir müssen Anwälte bezahlen. Das geht nicht. Schwierig. Ja. Aber wir kriegen sowieso jeden Monat Liebesbriefe von Kai. Beste Story, die ich heute noch erzähle. Du erzählst mir von YouTube und ob ich mitmachen will. Ich, Idiot, hab Nein gesagt. Oh. Hi. Oh, das... Oh. Oh. Es hat funktioniert. Ich hab Neuigkeiten. Lief ganz gut. Oh, das, ja, nun. Aber ganz ehrlich, wer hätte es ahnen können? Wer hätte das denn ahnen können? Das, Shit, Tobi, wie kommen wir denn da hin? Ich weiß nicht, ob wir hier vielleicht nicht doch lieber mal gucken sollten, ob das nicht doch eher hier in der Stadt ist. Aber der Questmarker ist weiter oben. Der ist richtig oben rechts. Kann man noch einsteigen? Ah, das ist schwierig. Ich glaube, wir sind gut gesettelt inzwischen. Und Let's Plays, oh, die vierte Offenbarung kenne ich auch noch, D4O, oh Gott. Oh, das sind genau die Zeiten. Ich muss weniger, warte mal, wir müssen, glaube ich, hier links raus und oben rum, oder? Ich habe bei diesem Webstuhl gar keinen Questmarker. Wo ist denn deiner? Ich habe keinen. Also, ich glaube, wir müssen einfach das Haus hier in dieser Stadt suchen. Wo das Ding ist, oder? Tobi, ich schwöre, bei mir ist der Questmarker in der Schwärze im Nordwesten. Und da steht aber Taverne von Emily Frey komischerweise dran. Also ich blick's nicht. Entweder ist das falsch. Und dann noch zwei Questmarker namens Imkerpfeife. Lies im Tagebuch nach. Da steht, dass es halt viele Flaggen am Haus sind. Aber hier sind keine Flaggen am Haus irgendwo. Aber die Taverne von Emily Frey, ist das nicht eine eigene Quest? Ich habe keine Ahnung. Es ist halt weird, ne? Oh, Last Chaos kenne ich auch noch, das MMO. Weil es eine andere Quest ist. Ah. Der Marker müsste richtig sein. Steht hier aber noch. Die Quest ist verbuggt, hat keinen Marker. Kleine Hilfe, die Weberhütte ist nicht in der Stadt. Okay. Das hilft tatsächlich. Da würde ich sagen, ich gehe mal nach Westen. Irgendwo ein Bett oder so? Nee, ne? Ja, hier drin vielleicht. Ich schau mal. Oh, hier sind Bücher. Junge, sind hier viele Bücher. Bei mir war der Questmarker von dem Webstuhl verbuggt. Ich muss lange suchen. Okay, verstehe. Also der Hinweis ist, es ist ein Haus mit vielen Bannern. Werbebanner, wie wir die früher für Gamigo hatten. Danke für die Placements übrigens, ne? Damals auf dem Planet. Geil. Tobi, weiß noch Werbebanner in 468x60? Oh Gott. Junge. Holy die sind shit. So harmlos gegen heute. Puh. Wie nur im Design der Seite direkt einen Header eingebaut hat und so. Ist das da oben eine Flamme, die man mitnehmen kann? Nee, ne? Morgen! Guten Morgen! Ich versuche hier. Ich will nicht reinfallen. So. Ne, ist auch eine normale Flamme. Ist auch so eine Flamme. Okay, es ist nicht in dieser Stadt. Dann würde ich doch mal nach. Dann würde ich doch mal nach Westen wieder rauslaufen, weil wir kommen ja eh nicht durchs rote Miasma. Ich würde nach Westen wieder rausdüsen. Und dann vielleicht gucken, wo wir außen rumkommen. Ja, müssen wir, glaube ich. Wie heißt denn der Ort hier? So, warte. Frey der Ferne. Okay, komm mal jetzt. Wie kommen wir denn hier wieder raus, Tobi? Ich glaube hier hoch, ne? Eigentlich. Ich glaube hier den, die Treppe wieder hoch. Ich folge dir mal.
dies, das. Wir schaffen das schon. Geile City auf jeden Fall. Super geil. Bin stark beeindruckt. Oh. Cool. Nice. Nice. Hier runter, sagst du? Das ist nicht richtig, ne? Okay. Schon ein wenig verwirrt. Ach, warte mal, ich weiß, wie wir hier rauskommen. Du willst wieder rauskommen aus der Stadt, ne? Ja, im Grunde genommen schon. Willst du etwa zur Zuhause-Stufe 1 porten? Nein. Hä, das war ja... Nein. Niemals. Verstehe. Würde ich nicht machen. Verstehe. Das wäre ja... Nein, das mache ich nicht. Cocktails à la carte aus einer Riesling-Riese. Ich erinnere mich noch. Wie bist du bei Bofrost gelandet, frage ich mich gerade. Aus der Gamigo PR nach Bofrost? Hast du keinen Bock mehr? Entschuldigung, wenn ich hier gerade... Entschuldigung, ist gerade interessant. Hast du keinen Bock mehr auf Gaming-Branche? Weil irgendwie alle in der Gaming-Branche sagen immer, ich brauche mal wieder was anderes. Und dann machen sie was anderes und dann wollen sie wieder in die Gaming-Branche ein paar Jahre später. Verfluchter Sonnentempel, da waren wir drin. Und jetzt müssen wir versuchen durch... Über den Norden, ne? Irgendwie... Ja, wir müssen irgendwie hoch, aber wir sind unten. Ja, ja, hier geht's hoch, Tobi, durch den Jasma, oder? Aber nicht sehr weit, oder? Nee, ich glaube, das sind überall fette Felsen, ich weiß aber nicht. Hier kommen erstmal Viechers. Mann, ich sehe euch doch. Also klein. Oh ja, hier geht's hoch, Tobi. Hier hinten. Sag nicht, wir haben noch jemanden von Gamigo. Vielleicht kennt man sich noch, schreibt er. Was ist das denn hier? Ach, hier ist eine Truhe. Oh! Was denn? Ah ja, ja. Ah, nicht schon wieder. Hast du das nicht bekommen, gerade die ganzen Sachen zum Freischalten? Riesige Truhe, zwei und mehr unter Schreiner. Ja, Eisenbarren bei der Schmelze. Oh, hast du Eisen gefunden? Und eine Eisenspitzhacke, ja. Was ist das hier? Ist das hier Eisen? Das könnte sein. Schwefel. Toll. Hätte mich auch gewundert, das sieht so komisch aus. Wie mein Gesicht als Teenager. Alter. Uff. Die Branche hatte keinen Bock mehr auf mich. Mit Mitte 45 mache jetzt Quereinstieg zum Fahrdienstleiter Deutsche Bahn. Okay, dann kommst du auch rum. Aber PR geht doch. Also im PR-Bereich? Ich dachte, wird immer gesucht. Gibt es überhaupt genug PR in irgendeiner Branche? Gefühlt. Über die Eisen. Oh, ich gehe nochmal kurz runter. Oh. Was habe ich da gerade? Hier wahrscheinlich. Warte, warte. Tobi, ich muss kurz eskalieren. Was kann ich denn hier löschen? Warte mal. Ein Lapis Lazuli lösche ich mal. Warte mal. Ach, hier ist Eisen. Oh. Aber da kriegen wir bestimmt Sachen, wo wir besser rankommen, oder? Ja, aber da kommen wir halt gar nicht hin. Ja. Gar nicht. Gar nicht. Okay. Das sieht auch schon mal gut aus. Wir können jetzt nach Norden und dann nach Osten. Also hier lang. Eisen kriegen wir noch, Leute. Keine Sorge. So. Oh, ich hab so Hunger, Tobi. Ich esse meinen eigenen Fuß gleich. Einfach. Da ist der. Ah, Tobi, wir kommen zum Turm. Oh ja, wollen wir den machen? Ja, na klar. Yeah. Totaler Umbruch, wird doch alles gekauft und zentriert, die Branche Probleme, sie Embracer. Ja gut, da hast du recht. Das stimmt. Aber ich dachte eigentlich, dass... Na ja, gut, ja. Wenn die ganzen Bereiche zusammengelegt werden... Okay, verstehe. Uff. Was? Das war richtig sad. Ich habe schon überlegt, ob wir irgendwo PR brauchen.
Ich wüsste gerade noch nicht wo, aber finde den Gedanken jetzt nicht scheiße. Alter, selbst der Billo-Stab macht so viel Damage inzwischen. Tobi, du kannst keinem erzählen. Ist mir fast schon unangenehm. Feier ich, weil es ist gut für uns alle. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Hm. Framgehöft. Ich dachte gerade, das wäre Tobi, aber war gar nicht Tobi. Guck mal, da hinten. Da hinten, Tobi. Ja, der läuft ein bisschen karg, aber gut. Ich lauf die mal kurz. Ich kann mich mal umdrehen. Ja, genau. Ja, sehr gut. So. So. Mit dir. Die Lump. Kann ich eigentlich? Oh ja, kann ich. Gucken wir uns gleich mal an. Ich habe einen neuen Spell bekommen. Ist das hier wieder? Ist oder? Nee, sieht nur so aus, ne? Oder waren wir hier schon mal? Nee, kann nicht sein, oder? Eigentlich, wobei doch, warte mal, Framgehöft, hier waren wir schon. Oh, doch. Okay. Ja, doch, hier waren wir. Na gut. Wir haben in der Nähe hier schon mal einen Turm gemacht. Warte mal. Ist das der Turm? Sag mir nicht, das ist genau der Turm. Nein, Erik, das würde ich jetzt so nicht sagen. Erik, das würde ich jetzt so nicht sagen. Schnell weg, Kutobi, schnell weg. Keiner hat's gesehen. Wir gehen schnell. Wir schleichen uns aus dem Chat. Tschüss. Ja, das ist schöner Stream heute. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao. Hier um die Ecke kommen. Da sehen wir uns nicht. Oh, Pro-Skills, Digga. Scheiße. Hey. Hey. Sag mal. Warte. Taverne genau von Emily. Okay, wir gehen noch in die ganz falsche Richtung. Wir müssen nach Osten halten. Da müssen wir lang. Aber da kommen wir nicht hoch. Hätten wir uns das früher überlegen sollen? Nein. Hier geht's doch bestimmt hoch, oder? Ja, das ist alles. Das ist alles natürlich geplant. So, warte. Kommen wir da? Ne, wir kommen nirgendwo. Gut, wir könnten zurückgehen und da, wo wir runtergesprungen sind, weiterlaufen. Also uns quasi wieder zurückporten und dann nochmal da durch die Höhle und dann, weißt du, was ich meine? Ja. Ich glaube, hier kommen wir nicht hoch. Nee, aber hier ist. Nee, das ist alles scheiße. Ja, okay, guck mal auf die Map. Das, wir sollten. Obwohl, wir kommen da auch nicht lang. Wir kommen da nirgends lang. Ja, doch, bei der Höhlenpassage. Ja. Dein Hype ist vorbei. Du hast doppelt oder sogar dreifach so wenige Zuschauer wie davor. Es wird wohl langsam Zeit aufzuhören mit Twitch. Was? Kommst du hier Ich weiß noch die Zeiten, als du 70.000 Zuschauer auf Twitch hattest. Ja, das waren die Hochzeiten. Ja. Vor allem um 1:30 Uhr morgens, ja, wo sich, puh. Zwischen 20 und 30k reicht einfach nicht mehr auf Twitch. Da sollte man aufhören. Erik, geh besser in Rente. Mach Platz für was Neues. Ja. Das stimmt, 1:30 Uhr unter der Woche auch noch. Das ist natürlich die Primetime einfach. So. Tobi, hier kommen wir durch. Glaube ich. Wo bist du da jetzt geblieben? Bist du abgehauen? Ich habe mich zurückgeportet, da nimmer wir oben lang wollten. Was? Aber hier geht's doch durch. Ach so, ja, wusste ich nicht. Du hast gesagt, da geht's nicht weiter. Doch. Ich wollte nur mal gucken gerade, weil. Als ich schon weg war. Aber ich komme. Ich komme auf den Turm. Warte. Ja. Morgens um 1:30 Uhr trotzdem noch ca. 14k Zuschauer. Du sollst aufhören. Ja, ist schlimm. Es sollten mindestens 400 sein, sonst lohnt es sich aber überhaupt nicht mehr. Ja.
Es gab Zeiten, wo du im Zeit mal 20.000 hattest. Aber niemals unter der Woche. Niemals. Leute müssen arbeiten. Und ich meine, sind wir mal ganz ehrlich, nicht unbedingt bei einem Game, wo wir halt schon irgendwie 10 Streams dran hängen. Ja, das spielt ja auch immer noch mal eine Rolle. Das stimmt. Also, das stimmt. Da haben wir richtig Experten im Chat. Naja. So. Das sind nicht die PR-Berater, die wir brauchen. So, Tobi, ich versuche mich mal durchzuschlagen. Vielleicht kann ich da ein Dingens bauen. Eine Flamme. Ich bin hinter dir, ne? Ich komme. Ach so. Mist. Ja, ja. Ich renn weiter. Bleib stehen, Erik. Ich habe wieder tolle Witze am Start, Erik. Bleib stehen. Oh, nee, nee, komm, ciao. Ich habe tolle Witze, ich habe tolle Witze. Ich baue eine Flamme in gefährliches Miasma. Was bist du denn jetzt so? Also, ich habe früher so gut wie nie unter der Woche gestreamt. Eigentlich nur am Freitag eigentlich immer. Das heißt, ins Wochenende rein. Ja, aber weil du jetzt so wenige Zuschauer hast, musst du öfter streamen. Ist doch klar. Hä? Macht gar keinen Sinn. Na klar. So. Ich glaube sogar, wenn man öfter streamt, verteilt es sich mehr. Ja, das so. Okay, ich glaube, ich bin auf einem guten Weg. Jetzt nach Osten, da ist schon mal eine Aufgabe. Oh ja, die im... Oh nein, Tobi kommt. Scheiße. Erik, kommt eine Frau beim Arzt? Nein, Tobi, ich höre dich noch nicht. Ich höre dich noch nicht. Hilfe. Was denn? Nichts, nichts. Ist die Frau jetzt da? Ja. Puh. So, das sieht schon mal ganz gut aus hier. Die Richtung stimmt. Mindset ist auch da. Bitte. Oh. Okay. 200 Meter noch. Haben wir gleich. Oh, Skorpione. Red Scorpios. Oh nein, ich sehe ihn schon. Oh Gott, ich muss rennen. Ich muss aber rennen. Oh Gott. Das ist aber wie bei Terminator. Oh Gott. Nein! 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 Oh shit. Du hast mehr Ausdauer als ich. Gemein. Achso, wir müssen in die Richtung übrigens. Oh. Oh, puh. Oh, puh. Ich wollte mich da oben verstecken. Und ich dachte, ich lock dich auf eine falsche Fährte oder so. Ja, nun. Hallo. Oh. Oh. Ja, warum treffe ich ihn nicht? Aber er trifft mich. Weil er fliegt. Flog. Ekelhaft. Flog. So, schnapp dir die Schenkel, die sind gut für dich. Oh. So. Ciao. Kannst du das noch looten hier? Ja, ich mach Platz. Giftsack, da fühle ich tatsächlich, da sehe ich mich. Ja. Giftsack passt auch zu dir. Bitte? Was? So, geil. Moin. Wir sind fast da. Moin. Mal gucken, ob der Questmarker sitzt. Der soll buggy sein. Ja, hier. 70 Meter in die Richtung. Ist das die richtige Quest? Karawanenlager. Oh. Okay. Oh, shit. Wie kann man so einen riesigen Rucksack haben und trotzdem keinen Platz? Ja. So, Eisenpfeil. Wegpunkt erreicht. Die Frage ist nur, ob das die richtige Quest ist hier gerade.
Das weiß ich gerade nicht. Da ist auf jeden Fall schon mal so ein Briefchen. Ja, also es ist auf jeden Fall eine Quest. Mein Abstecher nach Bruchshafen. Keine Sorge, es geht mir gut. Ich hatte das dringende Bedürfnis, mit einer Karawane voraus nach Bruchshafen zu reisen. Ja, ich weiß, das ist ungewöhnlich. Vielleicht sogar gefährlich, wie du vielleicht sagen würdest, Cyrus. Aber nichts könnte mich aufhalten. Ich habe zu den beunruhigten Massen gesprochen, um sie zu inspirieren. Viele von ihnen hatten aus erster Hand gesehen, wie ihre Felder verdorrt sind und ihr Vieh umgekommen ist. Ich befürchtete, dass es schwierig sein würde, ihre Aufmerksamkeit zu gewinnen, aber sie klebten an meinen Lippen wie goldener Honig. Eine von ihnen, eine auffällige Brünette, die sich als Bäuerin und Köchin vorstellte, ergriff schließlich das Wort und stimmte mir vehement zu. »Wir müssen mit unserer Königin gehen«, rief sie, und die Menge jubelte ihr zu. »Ich habe nun wieder Hoffnung. Ich kann sie nicht im Stich lassen, Cyrus, auch wenn die Reise nach Glutwacht lang und gefährlich sein wird.« Jasmine. Ist das hier Jasmina? Liegen immer Skelette rum, man weiß gar nicht, wer ist. So. Glassplitter, nehme ich mit. Splitter. Glassplitter. Splitter. Was ist das da? Da liegt irgendwas. Keine Ahnung, was es ist. Ich brauch mal einen Slot frei hier zum Testen. Eigentlich sollte ich den behalten, ne? Den hier, aber... Ja, ich behalte den auch. Ich kann nicht anders. Kann ich irgendwas, Tobi? Hast du noch Platz für irgendwas? Warte mal, ich komme mal da hin. Ja. Du kannst mir... Warte mal, Sand kann ich löschen. Du kannst mir irgendwas schicken, wenn du möchtest. Ja, schick einfach. Einen Platz habe ich. Okay. Hier, bitte. Geil. Kannst du mir noch was schicken? Ich habe noch einen Platz. Kannst du mir auch okay. Brutlingsbeine schicken, wenn du möchtest. Ach, das ist Juckerfrucht. Warte mal, Juckerfrucht kann ich aber löschen. Die habe ich, glaube ich, gar nicht mitgenommen. Ich könnte dir aber... Ich könnte... Die Bögen, Stachelboden, 30 Kraft. Ich glaube, die kann ich alle löschen, ne? Obwohl, die sind nicht so schlecht. Aber der hat nur 24 Kraft. Feuermagie-Schaden, Feuermagie-Fahr... 30, 33, okay. Tobi, ich schick dir mal kurz den hier. Guck mal, ob du den brauchen kannst. Oh, geil. Den zerlege ich und den anderen upgrade ich dann zu Hause. Oh, ich hab so einen schon in Lila. Das ist tatsächlich. Oh, geil. Tatsächlich. Tatsächlich. Den hier kann ich zerlegen, weil die hat mir erstmal Schaden und nur 24 Kraft. Kopfsucher. Headshots stellen 5 Ausdauer wieder her. Geil. Ich zerlege den. Wupp. Ciao. Hab ich gemacht. Das hier ist die Karawane. Bisschen enttäuschend. Faule Schweine sind das. Guck mal hier. Schläft ja. Einfach. Sandstein. Aber nichts los hier. Warte mal, ich schaue nochmal ganz auf die Quest. Okay, hier ist nur Karawanenlager und hier. Obelistenforschung, eine Imkerfall. Warte mal. Gronk, dürfen wir erfahren, für welche Partei du eher stimmen würdest? Nein. Webstuhl für die Jägerin. Die Jägerin braucht einen Webstuhl, um Polstersets für bessere Rüstung herzustellen. Sie schlägt vor, in Ostlapis nach einer Weberhütte Ausschau zu halten. Wo ist fucking Ostlapis? Wir brauchen Ostlapis. Ich glaube, wir haben. Sehr gute Frage. Herzen aus Eisen. Wir haben Ostlapis, glaube ich, noch gar nicht gefunden. Kann das sein? Nee, aber zumindest wäre doch da mal der Questmarker. Ach nee, der ist verbuggt, ne? Der soll verbuggt sein. Also Ostlapis, genau, vermutlich im Osten irgendwo. Hier in der Nähe ist die Imkerpfeife, die können wir mitnehmen. Und ein Obelisk ist hier auch. Lass uns den mal mitnehmen, den Obelisken, oder? Die sind aber gut. Was lachst du gerade? Das sah voll lustig aus.
Wieder gemächlich da. Wieder gemächlich da lang schaufelt. Tobi steht da, denkst nichts Böses. Bam! Einfach das findest du lustig? Einfach aus dem Leben gejietet. War schon ein bisschen schön. So. Warte, da in die Richtung. Ah, da guck mal, da oben an der Klippe. Da müssen wir auch hin! Da oben an der Klippe, da müssen wir hin. Ha. Oh ja, da oben stimmt, da ist rot. Okay. Wir haben Besuch. Okay. Oh. Stirb. Warte. Lecker. Raues Vogelfleisch. Ein Vogel. Ey, du Vogel. McLovin. Bei Vogel muss ich mal an McLovin denken. So. Ah, ich sehe schon. Muss ich den Weg eigentlich sparen und direkt dahin laufen? Boah, Ausdauer. Ach, du gehst da lang? Ich habe hier noch was gefunden. Ja. Oh, was ist denn hier? Eisenerz. Oho. Eisenerz. Hier ist eine Schwefelmine. Ist ja auch eine Eisenmine. Ja, Schwefel gibt's hier wie Sand am Meer, ne? Ja, wirklich so. Okay. Ja, gut. So. Wo ist der Tobi denn da lang? Ach, da. An der Seite da, über diese Dinger. Ja, ich sehe schon. Was denn? Was machst du denn, Tobi? Hab ich nur anders hingesetzt. So. Okay. Bim, 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 bim. Was macht Tobi? Eine Fisting-Therapie. Okay. Keine Ahnung, ist. Aber wir müssen hier lang, ne? So. Wir sind auch gleich da, da ist der Ulis. Was denn, Tobi? Wie kommt man da drauf? Ich hab kein Tobi, ich weiß es aber nicht. Erzähl doch mal, wie du drauf kamst, das zu machen. Das ist der Obelisk. Ja, 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 ich hab doch gesagt, da wollen wir hin. Also, so. Der, ja, weil der gerade in der Nähe war. So, warte. So. Von dem Makel in uns allen. Vielleicht wurde die Flamme schon immer verdorben, geblendet vom eigenen Licht. Oder vielleicht sind wir schuld. Der letzte Makel zu hoch über den Rest gestellt, ein Fall, der so tief war, dass er selbst die Abgründe der Sternfallkönigreich in den Schatten stellte. Ein Versagen, das uns auseinanderreißen wird. Getrennt durcheinander. Unsere Jungen ertrinken im Krieg. Unsere Alten sind in den Sternen eingesperrt. Eine Fehleinschätzung. Asche zwischen Sternenfeuer. Wir alle müssen von vorne anfangen. Manethor. Man at Arms Thor. Manator. Manator? Philipp Amthor. Bitte. Was? Nein. Oh, oh, hier ist die Karawane und da ist Fragezeichen. Wollen wir die Imkerpfeife nochmal eben schnell holen? Die ist im Nordwesten. Ist die da? Also wir könnten jetzt einfach eine Questparade machen und ich glaube, wir würden zwei Sachen finden. Dadurch. Ich glaube, es bietet sich... Ich weiß nicht, ob wir da runterspringen sollten. Ich weiß auch nicht. Ah, da ist ein Tor, da kann man hinten durchgehen. Das müsste gehen. Ja? Hier so. Okay. Oder? Einmal da lang. So. Nein, das ist rotes Miasma. Oh, das Eisen. Hä, Eisen hängt ja immer irgendwie oben in der Wand. Toll. Höhlenpassage. Tobi, ganz vorsichtig, hier ist irgendwo ein Wellensittich, der baut gerade ein Nest. Achso. Ist das Schwein da oben? Ein Nest, Tobi, er baut ein Nest. Ja, da kann er abschminken, da hat er keine Baugenehmigung für. Zahlt er überhaupt Miete für sein Nest? Ja. Ah, Miasma.
Miasma. Miasma? Was passiert? Was ist hier? Da wie der Boden so aufgerissen ist. Das sind die roten Käfer. Toll. Schön. Warte mal, ich will was probieren mit den roten Käfern. Nee, nicht da. Okay, der kommt nicht an. Ich probiere mal kurz den hier. Warte mal. Goll, die reißen alles mit runter. Oh, ist cool. Goll, wolltest du mal probieren? Funktioniert. Frage ist... Da. Ja. Müssen wir hier lang? Ja, hier oben lang. Hier so. Hier. Ah. Ja. Also nicht bei den Käfers? Nee. Geht's noch weiter rein? Nee, da geht's nur so eine Schlucht so leicht. Aber das ist nur so ein Riss. Also da geht's nicht nach unten oder so. Ja. Schaut euch einen Guide kurz an, wenn man hinkommt. Nee, alles gut. Wir machen noch Fortschritte. Wir haben gerade den Obelisken geholt. Wir gehen gerade zum nächsten Quest. Alles gut. Wir kriegen das schnell hin. Und dann ganz am Ende, wenn wir alles gemacht haben und das nicht gefunden haben und mega frustriert sind, dann guckt man den Guide. So. So. Wir finden das auf jeden Fall. Wir suchen ja eh alles ab, also ich mache mir gar keine Sorgen. Was meinst du, wie viel Zeit man in das Game stecken kann? Ich würde sagen, 1 bis 3 Leben. Tobi, hier, guck mal, hier ist was für dich. Oh, geil. Ja, Simon, komm mal. Meine Nase kitzelt. Was ist denn das Rote hier? Muss ich schon wieder vorlesen? Was zum Teufel ist denn? Honig. Eine Imkerpfeife. Wir sind der Quest auf der Spur. Aber Honig nehme ich mit. Ja, habe ich auch mitgenommen. Geil. Und das sind Honigpötte oder was ist das? Falkenstiefel. Haben wir, glaube ich, eh schon ein paar. Eisenerz lösche ich mal gerade wieder. Wir finden bestimmt noch was. Oh, das ist Wachs. Okay. Ich habe gerade das einzige Eisenerz gelöscht, was wir gefunden haben. Was? Das hättest du mir geben können, ich hätte das stacken können. Nein, was? Oh. Nein, Tobias, warum? Nein. Okay, was? Wegpunkt erreicht. Das war der Wegpunkt. Ich glaube, wir müssen wahrscheinlich der Karawane hier hoch folgen, oder? Würde ich sagen. Ja, genau, erstmal der Imkerpfeife folgen, dann nach Süden. Wäre mein Vorschlag. Ja. Genau. Folge ich mal der Imkerpfeife. Wie war das? Was hat der Typ in deinem Chat gesagt? Ich soll dich mal einen Stream lang nicht beleidigen? Es ist nicht möglich. Es geht nicht. Tobi bettelt darum. Weil ich jetzt ein einziges Mal was gesagt habe. Er bettelt darum einfach. Er bettelt darum. Dieser unwirsche Mann. So. Gut, schön. Machst du halt so? Ja, aber ich bin schneller dadurch. Bist du wirklich? Oder? Nee, weiß ich nicht. Könnte sogar sein. Ich hätte gern Pferde in dem Game. Oh ja. Oder ein Auto. So ein Buggy. Lambo. Ja. Ich will Lambo. Dune Buggy würde mir schon reichen. Es wird dunkel. Toll. Ja, kann man hier, vielleicht haben die hier ein Bett für uns. Die sind bestimmt freundlich. Ich guck dir mal, wie die wohnen. Ja. Die haben keine Betten. Die schlafen bestimmt auf ihrer eigenen Pisse, weil die noch warm ist. So, wer ist denn da? Wer immer das war, der sah aus wie aus Last of Us. Der ist so ein Pilzhütchen auf. Wer ist das denn? Ach, ist ja so ein... Ja, okay. Entschuldigung. Ich find's gut, ihre eigenen Bauten gegen sie zu verwenden. Ist irgendwie nice. Und morgen früh wachen wir auf und das waren irgendwie letzte überlebende Menschen oder so von hier oben.
Und du hast ihn nicht gesehen, als Dunkelheit. Wenn das die letzten überlebenden Menschen sind, dann bin ich aber auch raus. Ja, naja, dann. Ach, das war ein Schamane, deswegen hat er so geleuchtet. Schamane? Der sah aus, als hätte er so einen Cordyceps am Hut gehabt. Ich wollte ihn eigentlich erlösen. Oh. Oh, das ist eine Falle. Klar, tritt er natürlich nicht selber rein, ne? Natürlich nicht. Sicher. Was ist da hinten? War ein Schamane. Junge. Ist er schon tot? Schieß nochmal drauf. Safety first. Ja, oh, der Eier. Tobi, der hat Eier. Nimm mal mit. Wir brauchen die. Der hier, der hat Eier. Kannst du mal seine Eier mitnehmen? Wunderschön. Einmal kurz abzuppeln und mitnehmen. Kommt jemand? War die hier auch? Hier nicht mehr. Sehr gut. Jetzt brauchst du auch nicht wegrennen. Das große Fresse haben und dann abhauen, ne? Ist nicht. So. Oh, Kurzschwert. Tobi, kann ich ja Honig schicken? Jo, schick mal rüber. Geil, hab ich gemacht. Geil, dann hier Kurzschwert. Geil, dann kann ich das Kurzschwert zerlegen. Aber das wird keiner von uns benutzen. Und die komme ich auch löschen. Oh. So, hallo? Ein scheiß Bett haben die halt hier wirklich nicht, ne? Ja, die schlafen halt nicht in Betten. Da oben leuchtet es aber sehr rot. Warte mal, da oben ist doch was. Wo? Warte. Oder war das gerade nur ein Grafikeffekt? Ich glaube, das ist das Feuer da an der Ecke, oder? Nee, da hinter dir, da oben. Das sieht super rot aus. Guck mal, da oben. Ach, da oben? Nee, nicht da oben, sondern hinter dir, da oben. Ja, ich sehe es, ja. Bisschen Licht wäre echt schön. Ja. Ach, hier geht's lang. Okay, gut. Oh, da hinten leuchtet es schön rot. Ah. Eric, der Treasure Hunter, einfach. Wow, ey. Der Trash Hunter, meinst du? Ist doch kacke hier. Aber ich brauche ein bisschen Licht. Der ist auch richtig. Oh. Das ist auch Müll. Keine Ahnung. Dass die auch kein Bett haben, das ist. Weiß ich nicht. Oh, noch ein Kurzschwert. Geil. Brauchen die sich halt auch nicht wundern, dass sie auf die Fresse kriegen. Sie sind nachtaktiv. Ach, weißt du, was ich machen kann? Ich bin so dumm. Das soll ich vielleicht. Ich sollte mir das mal angewöhnen. Nee, nicht das. Das war nicht das. Nein, ach, ich habe den Trank nicht mit. Ich wollte gerade so einen Lichttrank, aber den haben wir nicht mit. Nein. Da. Nein. Da. Nein. Da. Scheiße. Scheiße, nicht nur eins. Und hier hinten? Scheiße, mit der Scheiße hier. Die haben einfach überall Lava als Licht und bla. Die Schriftrolle. Ah! Tobi, ich habe gestern mexikanisch gegessen. Ist das wieder einer von deinen epischen Helfern? Das ist einer von meinen epischen Helfern. Oh, wow. Aber ich glaube, schade, lebt hier noch irgendjemand? Das ist wie dieses von Zelda. Wie dieses, hey, listen. Ja, wirklich so ein Wisp. Ich würde es gerne mal ausprobieren. Das sieht eigentlich ganz cool aus. Ich glaube, der macht bestimmt auch übel Damage. Vorsicht, da greift eine Wispe an. Aber wir müssen eh in die Richtung wieder. Wir kommen ja von hier. So. So, hier geht's doch bestimmt irgendwo raus. Oha. Ist ja sehr dunkel hier. Geht's hier irgendwo raus? Ist das hier vielleicht der Ausgang irgendwo? Wenn es halt ein bisschen heller wäre hier, ne? Nee, ich find's voll geil, wenn es so dunkel ist.
Ich sehe halt einen Scheiß. Wieso folgst du mir eigentlich, Tobi? Du weißt doch, dass ich falsch laufe. Nö, ich habe Hoffnung. Ich glaube, wir müssen hier lang. Ich glaube auch. Ah, cool. Das war richtig heroisch aus Tobi. So. Hier ist auch schon alles tot. Waren wir hier schon? Ich glaube aber, hier könnte es lang gehen, oder? Ja, ist auch richtig. Ja, hier kommt zumindest der Imker-Dingens. Ja, genau. Opferhügel. Oh. Erik, da sind wir richtig. Ja, hier ist ein Opferhügel. Sieht gut aus. Oh. Ist mein Licht noch dabei? Nee, ne? Oh Gott! Hab mich voll erschrocken. War ja hässlich. Erik, Erik! Was denn? Was zum Teufel? Erik! Was ist das? Das ist aber groß. Du bist groß. Wir machen gar keinen Damage. Nee, fast nicht. Können wir irgendwo hoch vielleicht? Was macht der? Wenn hier Licht wäre, könnten wir sehen, ob wir irgendwo hoch könnten. Hier vielleicht? Nein, nicht zu mir. Nein, hier ist ein Stein. Jo. Oh. Direkt hier vorne geht's hoch. Ich kann nicht, ich habe keine Ausdauer mehr und ich, hier geht's auch hoch. Haut ihr wieder ab? Ich sehe ihn leider nicht. Es ist einfach zu dunkel. Da war ein schwarzer Klumpen. Oh nein, ich bin runtergefallen. Nein! Oh Gott! Wieso segelt ihr jetzt runter? Mann, was soll die Scheiße? Und ich sehe nichts. Oh Gott! Ich muss oben auf einen Screen gucken. Da sehe ich was. Nee, ich hau ab. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Komm mit. Ja, warte, ich pull ihn trotzdem. Nicht, dass er weggeht. Jetzt musst du hier oben auf dieses Ding drauf springen, auf den Stein. Und dann da hoch, links. Oh Gott. Alter. Aber kriegen wir den von hier? Okay. Da müsst ihr. Ja. Bei mir ist das Problem, immer wenn ich den Spell benutze, den Zauberstab, geht er so ein paar Millimeter vor und irgendwann rutscht man dann runter. Oh, okay. Er hat gar keinen Health-Bug bei mir gerade. Bei mir auch nicht. Ist gebuggt? Nicht effektiv. Kann man den nur hinten, wenn man da hinten ist? Könnte sein. Ich geh mal kurz runter. Ja, mach mal. Vorsicht. Ja, tatsächlich. Wow. Ich sehe nur seinen Bauchnabel. Wie lange ist es denn dunkel, Alter? Guck mal, wie lange es jetzt schon dunkel ist. Au. Halt ein bisschen durch, wir haben ihn gleich. Halt ihn nur beschäftigt. Gott, ich sehe nichts da hinten. Jetzt schlafen. Kann er gerne. Ciao. Sauber. Boah. Oh, holy shit. Junge. Oh. Imkerpfeife. Ah. Die gab's ja also. Oh. Cool. Hast du was Geiles gefunden? Ne? Oh ja, ich habe einen legendären Stab gefunden und der ist voll geil. Ich mache gerade mit meinem, der ist halt voll ausgebaut, der hat 41 Schaden, also 41 Kraft. Und der hat ohne Ausbaufaktor 47 und dann kann ich nochmal +9 machen, nochmal +9 machen, nochmal Crit-Chance um 5% erhöhen, Hinterhaltschaden um 20% erhöhen und dann noch die Gesundheitsregeneration aufladen. Alter. Ja, um irgendwas. Das scrollt ja gar nicht mehr weiter. Richtig geil. Nice.
schnieges Teil. Die Imkerpfeife ist ja auch irgendwo. Wo ist denn die? Haben wir die einfach so mitgenommen? Ist das Special? Ich glaube, ja. Ich glaube, das ist Special Inventar, ne? Oh, Tobi! Kannst du mal kurz, kannst du mal kurz deine Hand unter den Typen hier schieben? Oh, die sind noch warm. Oh, sehr gut, sehr gut. Oh, apropos. Ja, bleib doch halt da stehen. Du machst das ja, ne? Ja, ja, easy. Oh, Schrein der Flamme. Ah, ne, kann ich mitnehmen. Plündern. 4 Funken, geil. Du siehst sehr überlegt aus. Arschloch. Wie er sich da ansneaken wollte. Nein, 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 du brauchst den. Ich hätte dir den sowieso gegeben. Hä? Sieht geil aus. Ich wünschte, der würde leuchten. Ja. Das wäre noch geiler. Ah, jetzt wird's, oh, es wird hell. Jetzt wird's hell. Hey. Ja, jetzt, endlich. Ist doch von Arsch. Keine Minute zu spät. Ist genau der beste, ja. Bestes Timing einfach.